Ja, und hallo Leute, schön, dass ihr wieder mit dabei seid zum sechsten Part von Crysis 3. Dann geht's auch mal gleich weiter. Wir haben schon gemerkt, dass unser Anzug hier ziemlich rumspackt. Ach nö. Psycho, irgendwas stört mein Hold. Ich versuche es zu reparieren. Feindlicher Nanos- und Störsender entdeckt. Ja, wo denn? Ja, toll. Wie soll ich den finden? Ich kann ja nichts machen. Das ist eklig. Haben wir für irgendwas? Ach, gibt's Blut. Oh, cool. Die Visier haben wir dafür. Nett. Dafür auch irgendwas. Visier. Munition. Schrotmunition? Das ist eine Pumpgun? Okay. Sah nicht danach aus im ersten Moment. Egal. Cool. Dingst, Mistvieh. Da kommt noch einer. Das gibt's doch nicht. Da waren die Waffen doch die richtige Entscheidung. Ha, cool. Ja, keinerlei Zielmarkierung hier. Kritische Gefahr. Xenos Präsenz in Sektor 2 Delta 1 bis 5. Oh, scheiße, natürlich, jetzt muss ich nachladen. Super. Achso. Nächste. Trau ich mich mal eine Waffe für du kleines Arschloch. Okay, besser ist es schon. Ne? Fick dich. Okay, verreckt das Mistvieh. Okay, wo zur Hölle soll ich jetzt nach diesem Teil, nach diesem scheiß Störsender suchen? Ich keinerlei Anhaltspunkt dazu habe, wo ich suchen könnte, dürfte. Warnung, dieser Bereich steht unter Quarantäne. Das ist ja toll. Alle Lebensformen werden interveniert. Wo soll denn jetzt dieser scheiß Störsender sein? Kann diesen Scan-Modus nicht anmachen, kann gar nichts machen, außer... Wow. Sprengladung setzen. Okay. Da oben ist ja unser Kollege. Hat der vielleicht irgendeinen Plan für uns? Anscheinend nicht, da kommen wir auch nicht hin. Toll. Aber irgendwie bin ich gerade so ein bisschen aufgeschmissen. Dieser Bereich steht unter Quarantäne. Alle Lebensformen werden interveniert. Kommen wir da hoch? Nö. Okay. Fuck, wo soll die Scheiße sein? Such mal einen Störsender. Hm. Hab keinen Plan, wie das Ding aussehen könnte. Hab keinen Plan, wo das sein könnte. Ungefähr nur. Und hier kommen noch mehr Gegner. Super. Bald ist meine Mumpel her. Das kommt richtig cool. Na toll, wenn sie umfallen, machen sie nochmal schauen. Ist das geil. Gefahrenstufe ist jetzt. Okay, jetzt laufe ich wieder zurück. Ist das geil? Herrlich. Habe ich
schon gedacht, dass man hier oben vielleicht irgendwo mal was sehen könnte. Oh, nö. Halt's! Maul, du kleines, dreckiges Arschloch. Okay, Munition ist komplett leer. Aber immer noch keinen blassen Schimmer, wo das Ding sein könnte. Kritische Gefahr. Xenos-Präsenz in Sektoren 2 Delta 1 bis 5. Oh, okay. Halt, hä? Was? Nein. Doch, aber... Hä? Hier, Bingo. Hier kann man eine Karte irgendwie öffnen. Okay. Nochmal, warte mal. Ich glaube, das Gelbe bin ich. Und direkt vor mir ist irgendwie eine Markierung. Wenn ich ein bisschen in die Richtung gehe, ob es dann hinhaut. Ja, ach, das Teil hier, oder wie? Das ist super. Das müssen wir erstmal wissen. Hörst du mich, Prophet? Ich sehe den Feind nicht. Aber im Gras bewegt sich was. Noch habe ich eine sichere Position, aber es ist nur eine Frage der Zeit, bis ich überrannt werde. Verstanden. Ich komme zu dir und verschaff dir etwas Luft. Der war ungut. Oh, trotzdem voll. Oh, trotzdem Treffer. Ja, cool. Finde ich gut, finde ich gut, finde ich sehr gut. Ah, endlich mal sinnvoll genutzt die Sachen hier. Ja, das Ding mit. Nein, wir haben so schöne Knarren hier gerade. So, und da hinten müssen wir hin. Sauber. Da. So. Rüber noch da! Wutz! Auch nochmal. Der ist ja nur noch im Springen, ist ja wie ein Grashüpfer hier. Haben wir es noch übersehen? Nö, er meldet nichts, darum ist der Kollege. Was haben wir da Schönes? Und was steht da hinten wieder? Kommt her und spielt mit mir, ihr Schweine! Oh, hat er gerade automatisch hackt oder wie? Cool. Was zur? Ich überleg mir schon mal einen Fluchtplan. Na, dann mach mal. Dann überleg mal, Kollege. Mod 2, okay. Nee, ich bleib mal hier. Gefällt mir gerade. Oder das Ding nehme ich mit. Geht natürlich auch. Oh, ist Granatwerfer. Romeo 1, Ludwig Bravo ist geplatzt. Was jetzt? Wer ist geplatzt? Eine Alternative. Wer zum Teufel sind Sie? Nein. Ich will nicht mit Ihnen. Fick dich! Und die Claire an die Strippe. Nein, ich will Claire. Redfield? Claire Redfield. Fick dich! Der dürfte tot sein, yep. Weiß ja nicht, ob ich hier irgendwie Begrenzung drin habe von der Munition. Aber sieht nicht so aus. Mach mal da. Oh doch, haben wir. Geil. Okay. Umsehen. Hä? Ah, das ist ein Heli. Cool. Ups. Warum? Hat gerade so einen Spaß gemacht. Ach, Menno.
Oh, noch das Mumpe holen. Haben wir. Jackal, ist da dieselbe? Ähnlich, okay. Andere Ausrüstung. Ah, okay, dann laufen wir weiter. Danke, Kollege. Klingel. Cool, dass die sich überhaupt nicht für uns gerade interessieren. Finde ich nett. Umsehen. Da ist schon wieder irgendwer da gestürzt. Schleicht er jetzt so. Ah, das ist ja wieder mal großartig. Typisch Zentrale. Eine Tür. Und? Ich kann den Tunnel nicht öffnen. Wie? Da musst du auch wohl durchkommen, Kollege. Nicht, aber ich. Komm schon. Zur Not haben wir das hier noch. Hä? Wie war's? Nicht? Na komm. Weichwurst, Alter. So ein klein bisschen von dem guten alten C4 bringt doch einiges. Bringt einen immer noch am weitesten. Ja, toll. Nimmst einen Tankwagen. C4 hätte es auch gebracht. Gib ihm einen Schubs. Mann, ihr seid doch so dumm. Na komm, mach Schipserle. Mach Schipserle, mein Lieb schon. Los, Molly! Okay, ich würde jetzt nicht unbedingt da mitfahren, aber egal. Psycho, der Zug ist voll mit hochexplosivem Material. Ja, mit Kot. Ja. Lass mal runterhüpfen? Hallo? Oh ja. Yeah. Das ist dein Plan. Ja. Yeah. Toller Plan. Komm schon, ihr Bastarde. Okay, ich nehme die rechte. Ups. Kann ich hier nirgendwo drauf schießen? Wie denn? Wann denn? Ich sehe es ja kaum. Mann, ist das laut. Upsala. Sorry. Er war schuld. Komm schon! Ich bin okay. Los! Scheiße! Panzer auf! Psycho, runter! Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich finde, das war perfekt. Ja, ja. Scheiße. Sieht nicht mehr allzu solide aus. Hier ist dein Lieblingssoldat. Öffne uns ein Fenster zum Versteck. Wir sind in 10 Minuten da. Romeo 1 hier, Romeo Actual. Halten Sie sich an das Funkprotokoll. Und jetzt bringen Sie die Hardware nach Hause. Over and out. Gehen wir. Korrektenkacker. Sie ist echt okay, wenn man sie näher kennt. Kein Wort von den Visionen. Okay. Psycho. Okay. Warum bezeichnet sie mich als Hardware? Weil du Hardware hast, Alter. Hören Sie, solange Cell die Energie kontrolliert, kontrollieren sie auch uns. Genau wie Sklaven.
Sals goldene Gans ist im Zuckerman Energienexus in der Nähe der Broad Street Station. Sie nennen sie System X. Dieser Überrest der SEV-Technologie ist in einem Erntekomplex mehrere hundert Meter unter dem Straßenniveau. Nichts in der militärisch-industriellen Welt von Sal wird besser bewacht als dieser Komplex. Wenn Sal eine Achillesferse hat, das ist sie. Wie alle wissen, wurde mir angesichts der schweren Verluste in den letzten Monaten das operative Kommando übertragen. Wir stehen mit dem Rücken zur Wand. Sal ist überall. Es heißt jetzt oder nie. Wir bringen Sal heute zu Fall oder sterben dabei. Ich wäre für Ersteres. Sterben muss nicht unbedingt so sein. So, Spiel starten. Die Wurzel allen Übels. Nassau? Achso, Nassau Street, wollte gerade sagen. Willkommen in unserer bescheidenen Hütte. Sal ist uns auf den Fersen. Wir ziehen ständig weiter, wie Nomaden. Du verstehst schon. Alle Einheiten vorkommen, die Sprengung bereit. Sofort zurück zur grünen Linie. Bleibt in Bewegung. Hallo, Schatz. Warte kurz, Michael, ich bin gleich da. Willkommen zu Hause. Sal behagt uns mit digitaler Artillerie. Unser Netzwerk ist hinüber. Bringen Sie uns wieder online. Los! Verdammt! Claire! Starten das Signal mit Reflektoren. Das ist mir egal. Wir müssen wieder online gehen. Claire! Gott. Michael. Was für ein Tag. Wir haben gute Leute verloren. Ich wollte gerade Dane kontaktieren als... Was zum... Oh nein. Nein, nein. Claire, das ist Prophet. Bitte hör mir zu. Sieh dir doch die Mods an, Michael. Ist er ein Seth? Sal? Ist er überhaupt ein Mensch? Haben wir dafür unsere Leute geopfert? Für diesen Mutanten? Hör zu. Das ist nicht nur ein Anzug, Michael. Claire. Claire. Wir sind jetzt 5 Monate hier. Die asymmetrische Kriegsführung nützt uns von Tag zu Tag weniger. Das sollte eine zweite Normandie werden. Stattdessen verkriechen wir uns. Wir stören hier, wir stören dort, aber wir können das Blatt nicht wenden. Wir sind dazu nicht in der Lage. Wir brauchen jemanden, der das auch schafft. Major Lawrence Barnes. Prophet. Harl Ernst Rasch. Zu Ihren Diensten. Rasch, ich erinnere mich an Sie. Nicht bewegen, bitte. Rekombinante DNA. Menschlich. Seth. Synthetisch. Unglaublich. Ich kann sie nicht auswerten. Oh, kommen Sie, Lawrence. Was erwarten Sie? Ich habe Ihren Anzug entworfen, mein Freund. Sie können mich nicht auswerten. Claire hat recht, wissen Sie, was das Risiko angeht. So viel Macht, aber instabil, stur, aufsässig. Sagen Sie, hat Michael Sie in unsere Pläne eingeweiht? Ich brief ihn, wenn's losgeht, Sir. Der Plan ist genial, Boss. Er gibt Sal den Rest. Die Lage ist weitaus schlimmer, als Sie denken. Ich habe Visionen, Einblicke in... Wir tragen den Kampf zu Sal. Schalten diesen Energienexus ab und beenden diese Farce. Sonst werden sie alles Leben auf diesem Planeten vernichten. Denken Sie daran. Sie klingen ja richtig prophetisch. Ist das Absicht? Das wäre ja sehr passend. Dann retten wir jetzt mal die Menschheit. Okay? Alles klar. Legen wir los. Pass auf dich auf, Michael. Tue ich doch immer. Gehen wir. War ja schon mal eine sehr pathetische Ansprache. Du solltest die Vision doch nicht erwähnen. Sorry. Wenigstens hast du die Sache mit ihr für dich behalten. Oh, ja. Romeo 1. So. Bevor das Gespräch mit Romeo 1 weitergeht, mache ich mal wieder ein kleines Päuschen und verabschiede mich bis zum nächsten Teil.
Würde mich freuen, wenn ihr wieder mit dabei seid. Ihr wisst, alles, was ihr loswerden wollt, einfach unten in die Comments reinhauen. Freue ich mich auch immer wieder drüber, wenn ich was lesen darf. Und ich verabschiede mich bis zum nächsten Mal mit Yeehaw und Tschüss.